Damit kommen wir zur nächsten Rednerin. Das ist Frau Frieda King für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Abgeordnete, wir begrüßen die aktive Unterstützung der Kleingärten. Sie stehen für Begegnung zwischen den Generationen, zwischen den Kulturen, für ein angenehmes Mikroklima, für Umweltbildung, Naherholung und sie sind ein Ort der Biodiversität. Wir alle kennen die Problematik des Leerstandes und das auch schon vor 2018. 2018 hatten wir hier im Plenum auch schon einen Antrag zu Kleingärten. Im Jahr 2018 gab es 20% Parzellenleerstand. Inzwischen sind es nur noch 17%, aber innerhalb dieser 6 Jahre ist die Gesamtfläche geschrumpft, und zwar ungefähr um 25%. Das ist natürlich enorm. Der Leerstand stellt sich sehr unterschiedlich dar. Während es in den Städten eine hohe Nachfrage gibt, sieht es in den ländlichen Räumen umgekehrt aus und dort gibt es auch relativ die meisten Leerstände. Interessant ist, dass in Halle, da oben sitzt ein Fan, ein Kleingartenfan aus Halle, innerhalb dieser 6 Jahre sogar 8% an Fläche dazugekommen ist. Also das sind 32 Hektar. Es ist also möglich, das Kleingärtnern wieder attraktiver zu machen. Und von solchen kreativen Ideen gibt es so einige. Man muss sie nur befördern und sie auch austauschen. Wir sehen es als wichtig an, dass es ein Umdenken in der Vereinsführung gibt. Das heißt Offenheit für neue Konzepte in der Kleingartennutzung. Zum Beispiel für Schulen, Kitas, Imker, soziale Einrichtungen oder die solidarische Landwirtschaft. Mit den Kleingartenentwicklungskonzepten der Kommune in Abstimmung mit den Kleingartenvereinen sollen genau diese Antworten gegeben werden. Die Konzepte werden schon seit einigen Jahren erstellt und auch gefördert. Und wir meinen, dass es sich lohnt, die entsprechenden Ansätze und ihre Wirkungen anzuschauen. Und deshalb möchten wir im Ausschuss eine Anhörung mit dem Landesverband der Gartenfreunde und seinen Regionalverbänden. Dann kann festgestellt werden, welche Maßnahmen funktionieren und welche Maßnahmen noch erforderlich sind, um dem Leerstand zu begegnen. Darüber hinaus sollte es aber auch darum gehen, in welchen Formen beräumte und rückgebaute Flächen nachhaltig genutzt werden können. Denkbar ist zum Beispiel die Nutzung für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen. Es gab und gibt Fördermöglichkeiten zum Rückbau. Ich zweifle, ob wirklich jährlich noch zusätzlich 1 Million Euro dafür erforderlich ist. Der Antrag der Linken enthält gute Zielbestimmungen, aber die konkreten Maßnahmen sind wirklich mau. Und es braucht jetzt nach der letzten großen Kleingartenkonferenz vor Corona eine neue Sachstandsfeststellung und einen weiteren Ideenaustausch, damit sich dann auch wirklich Mensch und Tier an den Kleingärten als grünen Oasen weiterhin erfreuen können. Vielen Dank.